Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Deponia Doomsday. Ich schaffe es irgendwann auch, den richtigen Titel zu nennen. Meine Güte. So. Wir haben es ja eben Bügel bekommen. Vielleicht kann man hier daraus irgendwie so ein Eis machen. Was soll ich sagen? Meine Sachen sind einfach zu cool, um Eis zu schmelzen. Ja. Können wir ihmchen eigentlich ein Bad geben? Was zum... Hast du etwa meinen Bart mitgenommen? Das ist dein Bart. Ich dachte, ich entsorge einen toten Tribbel, bevor die Gesundheitsprüfer wieder Lonzos Kneipe dicht machen. Kann ich... Ne. Wer wirft denn einen ladenneuen, voll funktionstüchtigen Bart weg? Der ist doch noch gut. Oder kann ich irgendwie so... Dazu fällt mir gerade voll der Hammerspruch ein. Leider hat er schon einen Bart. Oh mein Gott! Toni hat recht. Ich bin einfach nicht zum Bügeln geboren. Ja. Okay, kann ich jetzt hier irgendwie mit dem Bart... Ja, das wäre lustig. Leider ist der Bart zu groß für die Kartoffel. Ja. Oder warte mal, der ist doch... Du sollst also einen Rattenmann darstellen. Eigentlich nicht. Da habe ich genau das Richtige für dich. Was machen Sie denn da? Der hält doch so gar nicht. Stimmt. Der Plan braucht noch ein wenig Feinschliff. Ich bin sofort zurück. Und wehe, du verkriechst dich in der Kanalisation. Vielleicht noch mit... Dafür brauche ich nur meine Finger und eigentlich auch meinen Imkerhut. Alles auf Rot. Aber Rufus, du brauchst hier keinen Einsatz. Nur einen Gegner. Und anschließend vielleicht Pflaster für die Bisswunden. Und das soll ein Spiel sein? Klingt wie meine Beziehung mit Toni. Okay, wir brauchen irgendwie noch einen Kleber für den. Können wir hier Schrott? Das stimmt wohl. Ja, wenn wir das ja. Leben, hast du... Kann ich irgendwie damit... Früher habe ich immer Kartoffelastronauten gebastelt. Ich glaube, ich hätte es noch drauf. Knickerfolie? Es stimmt wohl, wenn die Astu... Ja. Irgendwas fehlt da noch. Wofür haben wir jetzt den Schraubenschlüssel? Mussten wir irgendwo bis da rumschrauben? Lonzo? Hey, Rufus! Hey, Lonzo, was gibt's? Nichts! Oh, danke. Können wir hier noch irgendwas machen? Nein. Haben wir hier noch irgendetwas? Einen Grill. Na? Die Grillstationen gehen aus, sobald ich in die Nähe komme. Das kann nur eins bedeuten. Ich bin noch cooler als angenommen. Oh. Vielleicht hier noch irgendwas? Hallo, Sohn. Audi Rufus. Warum lässt du die Jungs nicht einfach ihren Hit spielen? Warum lässt du die Jungs nicht einfach ihren Hit spielen? Weil die Nervensägen ihn schon den ganzen Tag schrammeln. Oder weil er ein bornierter Provinzprolet ist. Das hab ich gehört. Ach, das hört er. Aber für Hochkultur ist er taub wie ein Toastbrot. Hey, ihr denkt wohl, ich hab Kartoffeln auf den Ohren. Ich dachte, das sagt man so. Die dümmsten Bauern, etc., etc. Ach, bitte, lass... die Band ihren Hit spielen. Ach bitte, lass die Band ihren Hit spielen. Hit? Dieses lausige Gejaule? Das ist nicht halb so lausig wie sein Bart. Hey, ihr denkt wohl, ich hab Kartoffeln auf den Ohren. Wohl eher in der Birne. Na dann, Grill und Rodel gut. Na dann, Grill und Rodel gut. Das hatte ich vor. Ich hab eine Idee, kann man dir den Bügel geben, so als Kopf... Was soll das sein? Etwas, das mich als Großwildjäger ausweist, vielleicht? In deine Träume. Naja, die sind in letzter Zeit ziemlich präzise. Kann man jetzt hier sagen, ich habe einen Bart und... Was soll das... Etwas... Naja. Schrott? Was soll... Naja. Mist. Wenn er mit mehr Gefühl und weniger Ist hier noch irgendetwas, was wir mitnehmen könnten?
nur die Elefant, die Wumme, die Band und die Sohn. Kommt schon! Spielt Rudi! Oh, bitte nicht! Dieses Gejaule habe ich schon den halben Abend lang ertragen müssen. Hm. Immer noch besser als... Hey! Kartoffeln auf den Ohren. Also schätze ich mal, dass wir dem... Schätze ich mal, ich würde die Kartoffel verpassen müssen. Huhu nochmal! Ich hänge jetzt gerade echt fest. Chronoka, kann man da rein? Wollen wir nochmal die Zeit zurückdrehen? Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Bist du dir sicher, dass du diesmal gut darauf vorbereitet wärst? Du weißt, alles, was du seit dem Unfall gemacht hast, wird dadurch ungeschehen. Lass uns lieber noch einen Augenblick warten. Stimmt. Lass uns lieber noch einen Augenblick warten. Ich hasse es, mich zu wiederholen. Also wir müssen zu 100% erstmal hier den Elefanten kriegen. Seil. Nein, ich will eine Elefantenfalle bauen. Keinen Fallstrick für Rollatorpiloten. Was hat er gesagt? Nein, ich habe die Lasso-Nummer lange genug geübt. Wenn ich das nächste Mal werfe, dann um etwas zu fangen. Okay. Ich hoffe, seine Probleme mit dem Rückwärtsgang beschränken sich nur auf die Raumdimensionen. Hier haben wir nichts mehr. Hier ist auch nichts. Was könnten wir... Können wir den Ball verpassen? Wir spielen nicht für Almosen. Wir spielen für die Musik. Weiß sie das auch? Es klingt nämlich so, als würde sie gegen euch spielen. Ich hänge gerade echt hart fest. Stimmt, da sind noch Krümel im Bart. Nein, doch nur Bartschuppen. Und jetzt mal, wenn wir wieder Eis auf die Kartoffeln machen. Na toll, sie sind einfach in den Grill gepurzelt. So bekomme ich die Kartoffeln. Können wir jetzt einfach... Das erinnert mich an meinen Crashkurs Grillen für Grenzgänger. Zu schade, dass er gecrashed ist. Diese Maschine erfüllt nur einen einzigen Zweck. Kartoffeln halbieren. Kann ja nicht jeder so ein Multitalent sein wie ich. Zum Stadttor. Das ist entweder mein alter Sidekick Wenzel oder eine sprechende Kürbislaterne. Ach schön, die Freundschaft mit Wenzel. Hey Wenzel! Hey Rufus! Lust auf eine Partie Faulobst legen? Ach Wenzel, schön dich wiederzusehen. Ach Wenzel, schön dich wiederzusehen. Aber Rufus, wir haben uns doch gestern erst getroffen. Du wolltest dir eine Trittleiter ausleihen. Am Ende hast du aber meinen Kopf benutzt. Eine kleine Verwechslung. Immer machst du dich über meine Größe lustig. Oh, okay. Du wirst nicht glauben, was mir heute schon alles passiert ist. Du wirst nicht glauben, was mir heute schon alles passiert ist. Lass mich raten. Du hast versucht, nach Elysium zu kommen, bist irgendwo runtergefallen und hast dir den Kopf angestoßen. Falsch. Ich hatte einen visionären Traum von der Zukunft. Dann ist mir ein zauseliger Typ mit einer Zeitmaschine begegnet. Und jetzt werde ich von einem rosa Elefanten terrorisiert. Das klingt aufregend. Aber vielleicht sollten wir die Theorie mit dem gestoßenen Kopf noch nicht komplett verwerfen. Ach ja. Wie ich sehe, hast du noch den Job in der Klärgrube angenommen? Gut so. Ein Mann muss wissen, wo sein Platz ist. Hä? Wie kommst du denn darauf? Der Klärwasserbottich, der Geruch, deine generelle Veranlagung. Ich habe einfach eins und eins zusammengezählt. Das ist kein Klärwasser. Der Bottich gehört zum lustigen Faulobstlegen. Ein Spiel mit einer jahrzehntelangen Tradition. Ihr hättet wenigstens mal das Wasser wechseln können.
Faulobst legen? Das klingt aber gar nicht lustig. Faulobst legen? Das klingt aber gar nicht lustig. Eher so, als sollte da jemand ein dickes Buch mit aufs Klo nehmen. Es ist ganz einfach. Jeder Spieler versucht als erstes, drei Früchte seiner Sorte in eine Reihe zu legen. Ohne Handschuhe? Da bekommt man ja schon Pusteln vom Hinsehen. Ja, das größere Problem sind die Ratten. Die Viecher sind einfach verrückt nach dem Faulobst. Igittigitt, warum sollte irgendjemand da mitspielen? Weil der Gewinner ein kaum gebrauchtes Kleinwildjägerdiplom aus dem Nachlass des Vorjahres-Champions erhält. Darum ist das Spiel auch ab 18. Naja. Und weil jeder Teilnehmer automatisch an der Erwachsenen-Tombola teilnimmt. Und am Infektionskrankheiten-Roulette. Warum kann der Rattenjunge nicht mitspielen? Weil er noch zu klein ist. Sprach der Gartenzwerg. Na dann, lass uns spielen. Hast du einen Gegner? Ach ja, da war ja was. Ich muss weiter. Mein Mantel nimmt langsam den Geruch deines Faulobstbottichs an. Rattenjunge? Komm schon, Rattenjunge. Lass uns spielen. Aber ich bin noch zu jung. Du bist vor allem zu vorlaut, Nagetierboy. Nagetierboy? Na, ich glaube, ich bleib bei Rattenjunge. Rattenjunge war besser. Okay. Sollen wir mit Toni reden? Uhu, Schnutzelbärchi. Wegen deiner Kristallglasur? Ach ja, die muss ich ja auch noch einpacken. Hast du die Knickerfolie besorgt? Ja, schon, aber... Ich hab ganz vergessen, dass ich noch Platz für die Gläser schaffen wollte. Setz dich doch ruhig so lange wieder hin, okay? Aber beeil dich. Okay. Alonso konnten wir auch nicht machen. Nochmal Lotti. Hey, Lotto. Das heißt jetzt Lotti. Lass dich mal angucken. Vielleicht fällt mir doch noch etwas ein, was du verbessern könntest. Sei bitte ganz ehrlich. Deine Beine sind immer noch zu behaart. Ich mach ja schon. Es ist nur so verdammt mühselig. Ich bräuchte irgendwas Besseres. Deine Beine... Ich finde dich gut, so wie du bist. Du Charmeur! Na dann, hau rein, Alter. Ich meine natürlich, küss die Hand, ne Frau. Tüdelü! Ich hab, glaube ich, eine Idee. Ja, das könnte klappen. Warte. Chillbot. Ach, das ist ein Chillbot, irgendwas, ein Nullbot. Ich könnte mir vorstellen. Danke, Mann. Das war echt nötig. Ich habe eine ganz gute Idee. Und zwar, was ist, wenn wir nicht die Eiswürfel über die Kartoffel schütten müssen, sondern die flüssige Version? Wir könnten ja vielleicht hier aus Wasser. Glas mit Wasser. Und das müssen wir jetzt bestimmt hier drüber schütten. Professor Rufus präsentiert das Wunder des Wärmeaustauschs. Geil. Folienkartoffeln? Ja. Ich könnte mich den ganzen Tag an Kartoffeln satt sehen. Könnte. Konjunktiv. Jetzt haben wir eine Alufolie und eine Kartoffel. Die Kartoffel können wir doch bestimmt hier halbieren. Kartoffelhälften. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht... Früher habe ich immer Kartoffelastronauten gebastelt. Ich glaube, ich hätte es noch drauf. Sagte ich Kartoffelastronauten? Ich meinte Ohrenschützer. Dann können wir jetzt... Ey, auf einmal klappt es, ne?
Und lass mich raten, jetzt können wir hier mit den... Dazu fällt mir gerade voll der Hammerspruch ein. Leider aber hat er schon einen Bart. Okay, das klappt noch nicht so ganz. Dann haben wir hier erstmal Ohrenschützer. Sind das etwa Ohrenschützer? Kartoffel wow. Auf den Ohren. Danke. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mir das Gedudel der Band da drüben auf den Sack geht. Und jetzt kommt schon. Kommt schon. Spielt Rudis Zahn-OP. Rudi, Rudi. Ihr habt's gehört, Jungs. Unser Publikum verlangt nach Rudi. A one, a two, a one, two, three, and the number after three. Was? Okay, jetzt haben wir eine Flaschenbürste. Können wir mit der Flaschenbürste den Honigspender? Entweder fehlt hier der Zapfhahn, oder es wird vor Eskimos mit tropfendem in beiden Fällen. Okay, jetzt hänge ich aber schon wieder was. Jetzt haben wir. Können wir mit Alufolie schon den Hut machen? Hier, Tag Alufolie. Willst du dir noch ein bisschen für später einpacken? Nein, danke. Wo das herkommt, ist noch viel mehr. Okay, Back Chronicle. Kannst du uns einen Hut basteln? Hey Mac, hast du kurz Zeit? Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte das als ja. Wie funktioniert das noch gleich mit der Erinnerung? Wie funktioniert das noch gleich mit der Erinnerung? Ich trage einen mit Stroh gefütterten Aluhut. Wie du es machst, ist mir schleierhaft. Die Wege des Rufus sind unergründlich. Okay. Man sieht sich, beides nicht ausgeschlossen. Wir brauchen aber... Wir brauchen Stroh. Wie kommen wir an Stroh? Was sollen wir da machen? In meinem Zimmer habe ich tatsächlich Flaschen, denen bereits Haare wachsen. Kann man Lotti hier eine Flaschenbürste andrehen? Nein, Flaschenreinigung ist Männersache. Und so? Brauchst du eine Flaschenbürste? Was ist eine Flaschenbürste? So kenne ich meinen Lonzo. Okay. Schraubenschlüssel, vielleicht ein Schild am Boden? Dieses Schild ist der Bodensatz der Nutzlosigkeit. Ich will verflucht sein, wenn es jemals in einem meiner Pläne zum Einsatz kommen sollte. Wofür war das denn jetzt? Alter. Ich erschrecke mich immer wieder. Was können wir machen? Können wir etwas kombinieren? Alufolie, Bart und Flaschenbürste. Gerade voll der. Der hat aber Bart. Haha. Schrott. Das muss nicht geflaschenbürstet werden. Außerdem hängt da noch Sauber an der Bürste. Was soll man dann machen? Strohhalm und Alufolie. Das trägt man jetzt so. Oh nee, ne? Alufolie und ein Strohhalm. Oh Gott! Daddelig! Ich hasse euch! Schön! Tag! Aluhut! Ey, das hasse ich so sehr bei euch. Was ist das? Ein Aluhut. Er hilft dir, dich zu erinnern. Dann lass stecken. Ich trinke, um zu vergessen. Du sollst dich auch nicht an die Vergangenheit erinnern, sondern an die Zukunft. Klingt nach einem Strategiewechsel. Und da ich eh keine Zukunft habe, kann es auch nicht schlimmer werden. Das ist die richtige Einstellung. Aber wenn's recht ist, nehme ich meinen eigenen. Nee, klar. Würde ich auch so machen. Was? Du hinterhältige Ratte, hattest die ganze Zeit einen Aluhut dabei? Muss eine Eingebung gewesen sein. Ich knaupel so gerne die Folie von den Plörreflaschen ab. Ich habe ihn allerdings mit Stroh gefüttert, um... Ich hab's ja verstanden. Du hattest einen
Aluhut, ich habe mich umsonst angestrengt. Nein, was haben wir gelacht? Du siehst die Säfte meines Humors in Tränenform aus meinen Krähenfüßen eitern. Kannst jetzt endlich weitergehen? Meinetwegen gerne. Aber womit eigentlich? Ich will dich nicht mit Einzelheiten langweilen. Merk dir nur das eine. Wenn sich die Vergangenheit wiederholt, versuche irgendwie, diesen rosafarbenen Elefanten aufzuhalten. Ja, okay, warum nicht? Ist ja das Mindeste. Sehe ich genauso. Ich hasse euch so sehr, ne? Ich hasse euch so sehr. Okay, der hat jetzt den Aluhut auf. Also wird er sich dran erinnern. Hey, Mac, hast du kurz Zeit? Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte das als ja. Wollen wir nochmal die Zeit zurückdrehen? Wollen wir nochmal die Zeit zurückdrehen? Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Bist du dir sicher, dass du diesmal gut darauf vorbereitet wärst? Du weißt, alles, was du seit dem Unfall gemacht hast, wird dadurch ungeschehen. Egal, das kann ich auch zur Not nochmal machen. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Der hat ja jetzt einen Aluhut. Egal, das kann ich zur Not auch nochmal machen. Hauptsache, die Gläser bleiben heil. Ja, schon. Aber vielleicht könnte man mit etwas mehr Vorbereitung... Zu spät! Okay. Oh, bitte lass es jetzt klappen. Tatü, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Und noch eine Runde. Rufus, bist du da? Ja. Ja, doch. Wollen wir noch einen Versuch starten? Oh, ich bin verrückt danach. Kommen. 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 Jetzt eindrehen. Etwas mehr nach rechts. Achtung, süßer Wombat. Ein Stück zurück. Aasgeiern ausweichen. Wieder ein Stück vor. Und ja. Stopp. Perfektiberto. Ja, bist du dir sicher, dass ich hier stehen bleiben kann? Absolut. Puh, dann ist die Zeitlinie wohl wiederhergestellt. Das heißt, was ist das? Ich empfange seltsame Werte. Werte? Ja, wovon redest du? Keine Ahnung, ich... Rufus, schnell! Er ist hier! Beeilung! Was? Tack! Schnell zum... Was ist passiert? Der rosa Elefant! Er war hier! Ich habe mit ihm gerungen. Kurz sah es so aus, als könnte ich ihn besiegen. Aber dann ist er im Erdboden verschwunden. Wenn hier etwas verschwunden ist, dann dein Sinn für die Realität. Aber du hast ihn doch auch gesehen. Ich bin mir da langsam nicht mehr so sicher. Vielleicht war das alles nur Einbildung. Deine Einbildung hat einen ordentlichen linken Haken. Ich weiß. Aber genug davon. Die Gläser sind heil. Alles andere ist mir doch scheißegal. Ich hol Toni... Und dann zeigen wir euch die Kehrseite. Ich fürchte, es wird anders kommen. Na, das hoffe ich doch. Gehen wir erstmal die Gläser. Schon mal die Alufolie rein. Hier, Knickerfolie rein da. Noch nicht. Ach stimmt, das sollte Toni ja machen. Okay. Er kommt! Alle Mann auf Position! Und dann, wie wir es geprobt haben, ich möchte kein... Ja. Möge Tetanus uns beistehen. Ja, Tetanus uns beistehen. Oh scheiße, die Folge ist schon 23 Minuten lang. Ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.